Schnell! In das Herz des Waldes! Wieso? Es ruft mich etwas. Ich habe das Gefühl, dass ich dorthin muss. Ich fliege lieber. Reiten ist mir zu schwierig. Ich würde auch lieber fliegen. Schneller, schneller! Soll der Schuss aus dem Hinterhalt? Lass das sein. Sie führt uns an der Nase herum, aber nicht zu dem Schatz. Halt den Mund, gib zu, du bist nur zu fett zum Laufen. Halt du den Mund. Pass in Zukunft besser auf. Ja. Ich wette, sie hat sich irgendwo versteckt durch uns Angst. Versteckt? Wo denn versteckt? Warum macht ihr hier Rast? Wir haben Bambi aus den Augen verloren. Hast du sie da oben im Auge? Ja, das hab ich. Ich sehe sie. Oh! Hinter den großen Bäumen. Steht hier nicht staunend herum. Folgt mir. Hadu hat recht. Kommt, Freunde. Also Gürtel enger schnallen und durch. Na gut. Wartet! Wartet auf mich! Ich freue mich, dass du meinem Ruf gefolgt bist, Bambi. Ich, Arbor, König der Bäume, habe die Macht, andere Wesen mit meinem Willen zu beeinflussen. Er ist ein weiser und guter König. Begegne ihm mit Ehrerbietung. Du kennst ihn? Komm näher, mein Kind. Hab keine Angst. Deine verstorbenen Eltern haben mich früher immer besucht, wenn sie wieder heruntergekommen sind von den Bergen. Heißt das, Sie haben meine Eltern gekannt? Sehr gut sogar. Ich, der König der Bäume, ich kenne alle Tiere und ich kenne alle Pflanzen, die im Dschungel leben. Ich weiß auch, dass Mama Wolf dich und Simba aufgenommen hat und dass sie sich bemüht, euch den Verlust eurer Eltern vergessen zu machen. Oh, Sie wissen wirklich alles. Oh, oh, oh. Sie hat sie wohl nicht mehr alle, unsere Bambi. Merkwürdig, sie spricht mit einem Baum. Ich bitte euch, bleibt, wo ihr seid. Bambi hat eine wichtige Unterredung mit dem König der Bäume. Wem? Dem König der Bäume? Einem König? Oh. Nichts davon gesagt.
Der König ist der Baum da, stimmt's? Ja, er war mit Bambis Eltern befreundet. An der Geschichte ist was faul. Ja, oberfaul. Ich wette, das ist ein Schwindel der übelsten Art. Ja. Sie sehen, ich bin sehr verwundert. Sie kennen auch meinen Freund Simba? Ja, er ist vor kurzem mit den Sternen des großen Bären ausgezeichnet worden. Möchtest du auch eine Auszeichnung? Oh, das wäre fantastisch. Was würdest du mit der Kraft, die ich dir verleihe, anfangen? Oh, ich würde den Tod meiner Eltern rächen. Ja. Kennst du die Umstände, die zum Tode deiner Eltern geführt haben? Nein. Komm, ich werde dir ihre Geschichte erzählen. Deine Eltern haben sich geopfert, um ihren paar Jungen das Leben zu retten. Ich werde dir zeigen, was damals geschehen ist. Nur Mut. Hörst du? Da. Du wagst den Kampf mit mir? Nicht schwer. Lauft! Lauf! Mama! Mama! Hat sie hypnotisiert. Ja, wir müssen sie retten. Sie braucht unsere Hilfe. Ich bin zu allem bereit. Oh, lauf nicht so schnell. Oh, laufend, diese Lauferei. Warum müssen wir nur laufend laufen? Au. Sieh mal da. Ich sehe nur Sterne. Ja, laufen wir weiter. Ja. An dieser Stelle hier ist deine Mutter gestorben. Bambi, ich bin deine Mama. Du bist groß geworden. Ich freue mich, dass du gute Freunde gefunden hast. Hör auf zu weinen. Sei nicht traurig. Du wirst sie nicht wiedersehen, aber sie wird bei dir sein und dich bewachen. Wirklich? Ich schwöre es dir. Ach, die Vögel sind umgezogen. Sie kitzeln mich immerzu. Hört auf damit. Lass das sein. Soll ich sie verjagen? Aber nein. Wieso das? Die Vögel brauchen mich doch. Ich gebe ihnen Schutz, gewähre ihnen Unterschlupf. Warum neckt ihr den freundlichen Greisvögelchen? Der freundliche Greis ist unser König Arbor. Er hat schon Jahrhunderte erlebt. Oh, könnten wir nicht leben. Er liebt uns sehr. Und wir lieben ihn auch sehr. Verschreck die Vögel nicht, Bambi. Lass sie Wasser trinken. Ach, die Vögel trinken auch Wasser? Oh.
Was für wunderschöne Seerosen. Wie du siehst, Bambi, ist Wasser der Quell des Lebens. Für alle Tiere, alle Pflanzen, für alle Lebewesen. Alles um uns herum kann nur gedeihen, weil es Wasser gibt. Und wir, die Bäume, sorgen für das Gleichgewicht in der Natur. Auch die Menschen sind ein Stück Natur. Warum aber töten Menschen dann Bäume? Warum tun sie so etwas? Das sind Dummköpfe, denn wenn es keine Bäume mehr gibt, wird es kein Leben mehr geben auf dieser Erde. Also muss man Bäume und Wasser beschützen, wenn man das Leben liebt. Oh ja, das stimmt. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Sagt mal, wo sind Simba und Bambi? Simba unterrichtet seine Geschwister. Er will ihnen das Jagen beibringen, Mama. Und wo ist Bambi? Sie besucht mit Bärchen XL und Dünn. Also sucht sie und bringt sie zur Höhle zurück. Das machen wir. Los, komm! Bärchen! Kräuter, bist du zu Hause? Es ist niemand zu Hause. Laufen wir zu den Mäusen. Ja, gut. Ihr wollt die Mäuse besuchen? Oh, wir haben Glück. Guten Tag. Wir suchen Bambi. Sie ist mit Bällchen in den Wald gegangen. In welche Richtung denn? Sie wollten zum Waldsee, sie sagten. Danke. Oh. Auf jetzt zum Waldsee. Auf geht's. Ich kenne den Weg zum Waldsee gar nicht. Ich auch nicht. Was, wenn wir uns verlaufen? Rufen wir sie gemeinsam. Bambi! 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 Wer ruft da? Bambi! Das sind die Wölfchen, ja. Aral! Das ist Bällchens Stimme. Da lang! Hey, Wölfchen, wo seid ihr? Hallo! Wo ist Bambi? In der Nähe, aber sie spielt verrückt. Was verstehst du unter verrückt? Na, sie tanzt um die sie Bäume herum. Mit den Bäumen macht und sie merkwürdige Bewegungen. Das macht sie. Das ist ganz bestimmt nicht normal. Wir müssen Schwester Kräutlein holen. Sie kennt Kräutlein gegen alles. Hat sie vielleicht was Falsches gefressen? Wir müssen ihr zu Hilfe eilen. Weißt du uns den Weg? Es ist zu weit. Wir sind schrecklich müde. Wir sind sogar zum Schlafen zu müde. Gehen wir. Einverstanden. Erheb dich, XL. Warte, hier zeig ich's. Warte, XL, ich kenne einen super Trick. Los! Ah, ja! Da kommt schon hoch! Tralala! Lalalala! Oh. Was ist das? Eine gefährliche Schlucht? Was machen wir nun? Oh. Ehe wir noch einen Umweg machen, nein, kehren wir lieber um. Ja, wartet. Worauf? Ich wage den Sprung. Mach das ja lass nicht. Das. Hilfe, oh, Bällchen, das Bällchen, ist doch Bällchen, noch Bällchen, das schaffst du hoch. Nicht. Ich bin oh. Lass das, Bill, ich will gar nicht mehr. Unsere Freunde gerettet. Warte noch. Das heißt, sie sind am Leben. Ein Glück war sie zur Stelle. Ein Glück. Sag mal, hast du auch so einen komischen Traum gehabt? Ihr habt es wohl sehr eilig. Oh ja, sie ja. Wir müssen schnell zu Bambi. Sie hat sicher wieder diese komischen Kräuter gegessen. Der Weg ist aber viel zu gefährlich.
Wir hatten uns verlaufen und Hado hat uns nicht gewarnt. Ihr sprecht immer alle auf einmal, nicht deshalb habt ihr nichts verstanden. Wir sind nicht schwerhörig. Wir danken unserer Lebensretterin für die Lebensrettung. Ihr wart mutig wie Piraten. Oh, danke schön. Danke für das Kompliment. Wir hören das so gern. Ihr müsst wissen, da, in diesem Wald residiert Arbor, der König der Bäume. Sein Stamm spiegelt die Geschichte des gesamten Waldes wider. Wir müssen zurück, es ist an der Zeit. Ja, gehen wir. Ich baue für euch eine Brücke über die Schlucht. Oh. Mit meinem eigenen Körper baue ich sie. Bitte sehr. Das ist eine gute Idee. Geht über die Brücke, nur Mut. Oh nein, ist das tief! Das ist wie auf dem Schiff, nur viel schöner! Hier kann man Arbor beobachten, ohne von ihm gesehen zu werden. Probier's. Wir werden Bambi retten. Wie stören Sie vielleicht nur? Red kein dummes Zeug. Wir werden unserer Freundin helfen. Oh ja, das werden wir. Sie spinnt immer noch. Ja. Sage mir ehrlich, Bambi, gefällt es dir hier in diesem Wald? Oh ja, es gefällt mir sehr. Du kannst für immer hier bleiben und von Zeit zu Zeit mit deiner Mutter sprechen. Mein Liebling, du darfst nicht hier bleiben. Du musst uns rächen. Ich habe verstanden, Mama. Ich gehe zurück zu meinen Freunden. Du willst wirklich wieder zurückgehen? Ja, ich werde mich bemühen, ebenso mutig wie Simba zu werden, damit ich auch den großen Bären erhalte. Das kannst du doch auch, wenn du hier bleibst. Wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin, muss ich mich mehr beweisen. Aha. Es stärkt die eigene Kraft, wenn man sich für Freunde einsetzt. Bist du dessen sicher? Ja, ich bin mir dessen ganz sicher. Auf bald, Arbor. Auf Wiedersehen. Bleib noch einen Moment, mein Kind. Ich möchte dir helfen. Sage mir, womit ich dir eine Freude machen kann, bevor du zurückgehst zu deinen Freunden. Möchtest du so viel Intelligenz und Kraft haben wie Simba? Arbor, König der Bäume, verleihe dir die Kraft der Mächte des Waldes und hauche dir meine Weisheit ein. Ah. Die Blätter auf deiner Brust werden dir ungeahnte Kräfte verleihen, dich Simba ebenbürtig machen. Liebe Bambi, bitte sei dir bewusst, die Blätter auf deiner Brust werden niemals in deinem Leben verblassen. So siehst du sie nicht. Das Wasser ist ein besserer Spiegel. Oh, schön. Oh, wie schön. Herrlich. Ich habe jetzt viel mehr Kraft. Herrlich. Die neue Kraft wird dir helfen, Schwierigkeiten zu überwinden und richtige Entscheidungen zu treffen, wenn du sie für gute Zwecke nutzt. Danke, danke. Kommt näher, meine Freunde, kommt näher. Oh ja! Hier entlang. Hopp, 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 hopp. Sieh mal die Blätter da. Unsere Bambi ist jetzt eine Superbambi. Und wir mit unseren Tätowierungen sind Supermäuse. Du bist ausgezeichnet worden. Ja, wie Simba. Ich fühle mich damit viel schöner. Ja, schöner siehst du aus, aber bist viel du deshalb schöner. Auch intelligenter? Du wirst vielleicht noch Königin des Waldes irgendwann. Die Voraussetzungen dafür, Königin des Waldes zu werden, hat sie. Oh. Gratuliere. Diese Vögel. Sie necken mich schon wieder.
Nun aber geht schnell nach Hause, meine Freunde. Es ist schon spät und nachts ist es gefährlich im Dschungel. Ja, Arbor, ich möchte mich noch für das Geschenk bedanken, das Sie mir gemacht haben. Ich versuche, die Gabe mit Weisheit zu nutzen. Kommt, lasst uns jetzt nach Hause gehen. Vorwärts! Warte! Gib uns erst einen Beweis deiner Weisheit. Trag uns nach Hause auf deinem Rücken. Die beiden Mäuse haben recht, Bambi. Sie sind weitaus schwächer als du. Stimmt, aber die beiden sind immer auf ihren Vorteil aus. Man muss sie erziehen. Oh nein, ich will nicht erzogen werden. Sie hier lassen können wir auf keinen Fall. Auf Wiedersehen und vielen Dank für alles. Ich komme bald wieder. Seid ihr verletzt? Wir? Wieso? Hier, ein Geschenk von Arbor. Ich freue mich, Bambi. Ich freue mich so sehr für dich. Die wundersamen Blätter des großen Bären. Ja, die Blätter werden mir viel Kraft geben. Ich werde versuchen, sie zum Wohle anderer zu nutzen. Du bist ein gutes Kind, Bambi. Vergiss aber über dein Spiel nicht, an die Zukunft zu denken. Oh nein, das vergesse ich nicht. Die himmlischen Mächte haben dich ausgezeichnet. Ja, es war Arbor persönlich. Kennst du den König der Bäume? Na? Arbor hat den neuen König des Waldes gekürt. Kennst du Arbor gut? Ja, er ist der weiseste Weise im ganzen Wald. Er ist sozusagen die Essenz des Lebens im Walde. Er hat fast so viel studiert wie ich. Schluss jetzt. Geht hinein, das Essen wartet. Essen, Essen, gibt das zu essen. Warte doch. Ah, Bambi! Simba, du! Sieh mal, Arbor hat mir die Blätter des großen Bären verliehen. Ja, eines Tages sind wir beide Könige. Du wirst König des Dschungels, ich Königin des Waldes. Glaubst du, dass ich einmal so klug und stark sein werde, wie mein Vater es war? Aber ja, doch, der große Bär wird dafür sorgen. Ja? Gehen wir jetzt schlafen. Morgen werden unsere beiden Helden beweisen, ob sie das ihnen geschenkte Vertrauen verdienen. Die Aufgabe, die sie zu lösen haben, wird hoffentlich nicht zu schwierig sein. Heute Nacht aber schlafen sie unter dem Sternenzelt, beschützt von ihrer neuen Kraft und ihren alten Freunden.